Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich habe ganz spontan entschlossen, euch heute bei meinen Partyvorbereitungen mitzunehmen. Und zwar habe ich heute früh eine Partybuchung reinbekommen für Montag, also relativ spontan. Heute ist Freitag. Das heißt, mir bleibt das Wochenende für die Vorbereitung, beziehungsweise ich möchte es gern alles heute fertig machen. Damit das Wochenende einfach für die Familie, für meine Kinder frei bleibt. Und ich habe gedacht, ich nehme euch vielleicht einfach mal mit, denn viele denken immer, Gastgeber sein bei Sensi ist mit wahnsinnig viel Aufwand verbunden oder mit Arbeit oder mit sonstigen, was einfach gar nicht der Fall ist. Und deswegen habe ich gedacht, ich zeige euch das einfach mal, wie ich das Ganze mache. Und zwar geht es hier um eine WhatsApp-Party. Also bei mir kann man ganz, ganz viele verschiedene Partyarten buchen. Das heißt jetzt eine Körbchenparty, eine Facebook-Party, eine Zoom-Party hatte ich jetzt letztens, oder eben eine WhatsApp-Party. Diese WhatsApp-Party zieht sich bei mir über 3 Tage, beziehungsweise kann man das natürlich individuell abstimmen. Ich persönlich mache gern 3 Tage, weil ich das einfach ein bisschen aufteile, die verschiedenen Kategorien, dass es nicht zu viel Input auf einmal ist. Jetzt muss ich voll abbrechen, weil mein Sohn geschrien hat, als wäre irgendwas passiert. Dabei hatte der Kleine nur Durst. Genau, also ich persönlich lasse meine Partys über 3 Tage laufen, weil ich einfach finde, wir haben so viele Produkte bei Sensi, so viele verschiedene Kategorien, dass ich das einfach ja, übersichtlich gestalten möchte und möchte natürlich auch, dass die Gäste und die Gastgeberin Zeit haben, sich alles in Ruhe anzuschauen, keinen Zeitdruck haben. Deswegen läuft es bei mir über 3 Tage eine WhatsApp-Party, aber man kann das alles ganz individuell gestalten. Ich hatte auch schon WhatsApp-Motto-Partys. Also ich finde einfach die Kreativität, die wir damit reinbringen können, finde ich mega, dass wir das einfach auch nach den Wünschen der Gastgeberin gestalten können. Von daher einfach nur so zur Info, wenn ihr euch dazu entscheidet, eine Sensi-Party bei mir zu buchen. Ihr habt null Aufwand damit. Ich kläre das mit meinen Gastgebern immer vorher ab, wie sie sich das vorstellen, was ihnen am liebsten ist, was ihnen am besten passt. Und man kann da wirklich nichts falsch machen. Also entweder man kommt auf den Partyumsatz und bekommt dann tolle Prämien. Und ansonsten ist es auch gar nicht schlimm. So, in dem aktuellen Fall, den ich jetzt hier habe, habe ich, wie gesagt, eine Partybuchung ab Montag über WhatsApp. Und damit die Gäste und die Gastgeberin natürlich in den vollen Genuss von Sensi kommen, weil ich immer sage, man muss Sensi erleben und ich möchte, dass die Gäste zumindest ein bisschen schnuppern können, werde ich jetzt mit euch zusammen sogenannte Partyboxen vorbereiten. Die bekommen die Gäste dann alle von mir entweder zugeschickt oder die Gastgeberin verteilt sie, je nachdem. Und dann hat jeder Gast was zu Hause, was er während der Party in den Händen hat, wo er schnuppern kann, wo er durchstöbern kann. Und ja, das kommt eigentlich wirklich gut an bei den Leuten. Und an erster Stelle steht jetzt da bei mir, dass ich meine Duftproben auffülle, denn die werden mir nicht mehr reichen für die Gäste, die da bei der Party anwesend sind. Das heißt, ich muss jetzt erstmal Duftproben schmelzen. Und ich habe mich entschieden, dass auf jeden Fall unser Duft des Monats März mit in die Boxen kommt. Das ist der Hey Tiger Lily. Das ist ein sehr angenehmer, dezenter Duft, blumig, fruchtig angehaucht. Man nimmt gut die Mandarine wahr und ein bisschen so einen blumigen Touch hat er eben auch. Aber er passt sehr toll zum Frühling, weil es kein so ein intensiver, schwerer Duft ist, sondern einfach ein leichter. Und ich glaube, dass der bei ganz, ganz vielen Leuten wirklich toll ankommt. Das heißt, ich werde jetzt den kompletten Bar hier einmal schmelzen in meinen Wachsförmchen. Und dann werde ich auch noch unseren Big Hero schmelzen, beziehungsweise habe ich da noch einige Duftpröbchen da. Die müssten oder könnten eventuell reichen. Ansonsten wird der auch nochmal nachgeschmolzen, weil den finde ich auch echt richtig, richtig lecker. Den habe ich mir schon in mein Club-Abo gesichert, weil ich den echt richtig gut finde. Ja, und ansonsten denke ich, kommt noch ein Wäscheduft mit rein. Ich muss mal schauen, was ich oder wie viel ich an Duftproben noch da habe, ob das reicht. Ich nehme euch jetzt einfach ein bisschen bei den Vorbereitungen mit. Das heißt, beim Wachsschmelzen, beim Päckchen verpacken. Und ich zeige euch dann am Ende nochmal komplett, wie so ein Partypäckchen bei mir eigentlich aussieht. Wenn ihr Fragen zu dem Ganzen habt, ihr wisst, meine E-Mail-Adresse ist wie immer in der Infobox verlinkt.
und beziehungsweise reingeschrieben, und da könnt ihr mir jederzeit eine E-Mail schreiben, ganz egal, ob ihr jetzt Fragen habt zu so einem Partyablauf, ob ihr eine Party buchen möchtet, ob ihr Fragen zu den Produkten habt, das ist vollkommen egal. Ich freue mich immer über E-Mails und genau, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. So, jetzt versinkt dann mein Schreibtisch wieder im Chaos. Also ich habe jetzt hier einmal meine Box mit mit meinem Schmelzgerät für das Wachs und die ganzen verschiedenen ja, Silikonformen. Da gucke ich immer ein bisschen, dass das ein bisschen passt. Also ich mag das total, wenn das alles ein bisschen aufeinander abgestimmt ist. Ein bisschen Konfetti ist hier auch. Das darf natürlich in den Boxen dann auch nicht fehlen. Hier hinten habe ich schon was ausgedruckt. Das kommt in den Boxen rein. Das zeige ich euch dann später. Und hier sind schon fertig gegossene Düfte von unseren Duftneuheiten. Da habe ich mir so meine persönlichen Favoriten rausgesucht. Also ich nehme natürlich immer Düfte, die ich auch selber mag. Ja, und die muss ich noch verpacken. Die sind schon fertig. Hier liegt, wie gesagt, der Baymax-Duft. Und ich suche jetzt einfach mal Formen aus. Ich denke, dass ich die hier auf jeden Fall nehme. Die finde ich nämlich echt richtig schön und die ist auch von der Größe her toll. Und vor allem habe ich die Form hier jetzt noch nicht dabei. Und wobei die Einhörner sind auch echt schön oder die Herzchen. Also ich kann mich immer selber nicht entscheiden. Hier sind meine kleinen Formen. Die benutze ich zum Beispiel für meine Schnupperpäckchen. Das heißt für Sensi-Neukunden, die jetzt Sensi noch gar nicht kennen. Da muss ich heute auch noch ein Päckchen vorbereiten. Und da nehme ich diese kleinen Silikonförmchen, weil ich finde, ja, um einen Einblick zu bekommen, reichen die vollkommen aus. So, man sieht schon, also das Chaos breitet sich immer mehr aus, aber so ist die Realität. Also so sieht es aus, wenn ich arbeite. Hier schmilzt gerade der Duft des Monats. Also er riecht auch im warmen Zustand wirklich angenehm, richtig lecker. Hier habe ich schon die ersten Sterne gegossen. Und in der Zeit, wo das Wachs schmilzt, bin ich gerade dabei, meine Kataloge fertig zu machen, vorzubereiten, denn die kommen natürlich auch in die Partypäckchen mit rein. Und das sind dann meine Visitenkarte drin, die Inhaltsstoffkarte, dass die Gäste gleich wissen, was eben für Inhaltsstoffe enthalten sind in den Produkten. Das kann man dann nachlesen. Und dann natürlich unsere Karte mit den verschiedenen Partyarten, wie man oder was man alles machen kann bei Sensi, um Gastgeberin zu sein. Genau. Ich würde sagen, ich hole euch dann einfach wieder dazu, wenn ich die ganzen Pröbchen alle fertig verpackt habe. So, mittlerweile ist der ganze Tag vorbei. Es ist schon nach 18 Uhr. Ich glaube, man sieht es auch, dass es ein bisschen dunkler geworden ist. Und ich bin nicht fertig mit meinen Partypäckchen für meine WhatsApp-Party, denn ja. Ich plane zwar oft, aber mit 5 Kindern und heute ist Freitag, dann läuft einfach der Alltag doch oft anders, wie man es geplant hat, sagen wir es mal so. Ich habe die Päckchen soweit vorbereitet, Duftproben sind alle gegossen, das heißt, die werden morgen noch eingetütet. Meine Wäscheduftpröbchen möchte ich noch machen und einen Brief schreiben und dann werden die Päckchen gefüllt. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie sie bis jetzt aussehen. Ich habe die nämlich ein bisschen verschönert. Und zwar ist hier auf dem Deckel ja wie so ein kleines Willkommensbildchen. Willkommen zur Sensi Party von Anja, also meine Gastgeberin. Und im Deckel ist nochmal ein kleiner Willkommensgruß von mir mit dem QR-Code, der direkt zum Party-Link führt, wo dann quasi die Gäste auch alle stöbern können, wo sie sich umschauen können. Und hier ist ein kleiner Spruch daneben geklebt, den ich sehr, sehr gerne mag. Da geht es einfach um die Unterstützung von kleinen Unternehmen, ja, wie soll ich sagen, ihr wisst, wie ich meine, von kleinen Unternehmern, Selbstständigen. Wir sind einfach darauf angewiesen, dass wir von unseren Kunden unterstützt werden. Sei es jetzt eben durch die Sensi-Liebe, durch Bestellungen oder auch durch Mundpropaganda, durch Weiterempfehlungen. Ohne das alles könnte unser Geschäft einfach nicht funktionieren. Und ich bin wahnsinnig dankbar für jeden, der mich da immer unterstützt und immer mich weiterempfiehlt. Denn ohne das wäre ich nicht da, wo ich heute bin.
Und ja, eben aufgrund meiner Kinder bin ich wahnsinnig dankbar, dass ich so einem Job nachgehen kann von zu Hause aus mit relativ freier Zeiteinteilung. Und ja, das war es jetzt auf jeden Fall für heute, denn wie gesagt, es ist Freitagabend. Der Haushalt ruft noch ein kleines bisschen. Abendessen bin ich gerade dabei zu machen. Und ja, wie gesagt, vorbereitet ist alles. Jetzt wird morgen befüllt. Und die komplett fertigen Päckchen, die zeige ich euch natürlich dann nochmal, wie das Ganze dann gefüllt ist, was drinnen ist. Und ja, nehme euch dann somit morgen nochmal mit und wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr das anschaut. Und ja, bis morgen. Stay and I will grow. So, ja, mittlerweile ist Montag. Das Wochenende ist wieder total anders gelaufen, wie es ich eigentlich geplant oder gedacht habe. Und ja, die Partypäckchen wurden bereits heute früh abgeholt, da in 2 Stunden unsere WhatsApp-Party startet. Und ich habe tatsächlich vergessen, nochmal den Inhalt abzufilmen. Aber da das Ganze ja auch Arbeit macht und ich jetzt das Video nicht komplett wegschmeißen wollte, dachte ich, ich blende euch einfach nochmal Bilder ein, denn da habe ich welche gemacht. Also in den Päckchen, das habt ihr ja gesehen, ist jetzt quasi ein Katalog, eine Wäscheduftprobe und einfach ein paar Wachsprübchen, damit die Gäste einfach einen Eindruck bekommen. Dann habe ich noch einen kleinen Brief geschrieben, habe ihnen erklärt, was sie in dem Päckchen jetzt erwartet, habe ihnen viel Spaß bei unserer Party gewünscht. Ja, und das war es auch schon. Das heißt aber, während jetzt quasi diese WhatsApp-Party läuft, haben die Gäste die Möglichkeit, in dem Katalog parallel zu blättern, mal an der einen oder anderen Duftprobe zu schnuppern, die Wäsche mit einem Wäscheduft zu waschen. Sie haben quasi die Möglichkeit, dass sie das Live mit dem Virtuellen verbinden. Und das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig. Und natürlich auch, dass das Ganze ein bisschen persönlich stattfindet. Deswegen bespreche ich eben vorher immer mit meiner Gastgeberin, wie wollen wir das machen? Möchtest du eine Dufttestertasche? Möchtest du Schnupperpäckchen? Da kann man auch über den Inhalt sprechen. Also es gibt ja auch, oder man kann bei mir auch sogenannte Motto-Partys buchen. Wenn es jetzt zum Beispiel um Putzprodukte geht oder so, dann kann man zum Beispiel den Inhalt darauf spezialisieren, dass man zum Beispiel einen Counterclean drin hat, einen Badezimmerreiniger, ein Spülmittel. Also man kann da wirklich so individuell arbeiten und das ist auch das, was mir bei Sensi einfach so wahnsinnig gefällt, dass wir Berater einfach unsere eigene Note mit reinbringen können, sage ich mal. Genau, ja, also wie gesagt, das Video ist jetzt nicht ganz so gelaufen, wie ich es geplant habe. Und ich schaue jetzt mit meinen Kindern einen Film an. Wir machen jetzt eine Mittagspause, bevor dann die WhatsApp-Party startet. Und ich blende euch jetzt im Anschluss, wie gesagt, die Bilder ein von den fertigen Päckchen. Und ja, wenn ihr Fragen dazu habt, wenn ihr eine Party buchen möchtet oder wenn ihr einfach nochmal nähere Details zu so einem Ablauf wissen wollt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail, die ist ja in der Infobox hinterlegt. Und ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag. Und jetzt im Anschluss kommen die Bilder. But I'll fix it, love.